Okay, Containerbäume. Ja, von mir aus sind das dann halt Containerbäume. Akzeptiere ich. Und wie wir sehen, hat der LKW, der ist silber und hat einen blauen Perlglanzeffekt. Nice. Oh Gott. Ja, ich würde mal sagen, dann, Moment. Erstmal den Sitz richtig einstellen und dann können wir los. Also so mehr oder weniger. 8 Tonnen sind das. Okay, man, die 8 Tonnen, die merkt man halt schon, ne? Das ist halt nichts, was wir haben. Das einzige. Oh Gott, vom Gewicht her ist es nichts. Aber von der Länge schon. Kann man sich auch schon wieder hier vor Kichern auch verschalten. Kommt nix, kommt nix. So, von Sulder-Soßen nach Stavanger, Containerbäume nach dann nach Renner Logistics. Passt. Und ja, passt. Oh Gott! Ja, lass nicht drüber reden, lass nicht drüber reden. Oh Mann. Gut, nix auf dem Trailer gegangen zum Glück. Oh ja. Stunde beschleunigen. Wobei, wir fahren jetzt gleich wieder links runter, heißt, wir werden, oh Gott, wir werden sehr häufig wieder in die Eisen gehen müssen. Aber das ist ja eigentlich obviously, weil wir halt genau diesen Streckenabschnitt haben, wo das halt so ist. Das Gute ist, wir haben keinen Zugzwang durch den gefailten Spawn. Von daher können wir relativ gechillt fahren und können auch ruhig mal ein bisschen zu langsam fahren. Ist ja auch gar kein Problem. Und keine Ahnung, wir sind halt mit Tempomat fahren, aber wir die Kopfhörer richten, die sich gerade haben. Verdammt. Und einhändig ist das ein bisschen schwierig. Da brauchen wir schon beide Hände, mehr oder weniger. Zumindest mit langen Haaren und so weiter. Passen die Haare halt auch wieder richtig besser. Ja, besser runter. Andere Seite noch, runter 60. Ich habe den Tempomat auf was eingestellt. Wo war denn jetzt hier nochmal der Tempomat? War der da oben? Ich bin mir unsicher. Ist das überhaupt irgendwo? Zumindest nicht so, dass es sinnbar erkennbar ist. Hin und her immer wieder. 192 Kilometer noch. Die Kurve war ein bisschen plötzlich. Ein bisschen plötzlich ziemlich scharf. Ich habe jetzt noch bis 75 geschaltet in der Format, aber 76, das ist die Frage. Scheinbar genau richtig.
So, das mit den ganzen Zeitzonen, das wird, glaube ich, später nochmal so wirklich interessant, wenn es dann halt auch Richtung Russland und so weitergeht. Also, ich glaube, Central European Standard Time ist jetzt auch erstmal relativ. Oh. Ja. Existiert halt, steht da und ist halt so, aber. Ich glaube, wirklich interessant wird es halt erst später, wenn wir halt dann wirklich in gravierende Zeitzonen kommen. Wobei ich halt natürlich auch nicht weiß, wie das jetzt. Wie das jetzt in anderen Ländern ist, keine Ahnung. Ob das dann, was weiß ich da, keine Ahnung, GMT plus 2 oder CSC plus 1 oder sowas steht, werden wir dann sehen, wie das gemacht wird. Ich meine, dieses Feature kannte ich zuvor noch nicht, habe ich zuvor zumindest nicht gesehen gehabt und dachte mir, ja, warum nicht? Könnte doch relativ interessant werden, wenn wir hier von Frankreich nach Russland fahren können. Auch wenn es nur der europäische Teil ist, soweit ich mich erinnere. Oh Gott. Oh mein Gott, die Armbremsen und die Armreifen. Ich glaube, von der Bremsstärke her können wir noch weiter nach hinten, ins Geringere gehen. Um es mal so zu formulieren. Oder ins Abgenutztere, wie auch immer man es nennen mag. Man hat ja auch schon eine. Was? Jetzt dürfen wir 70 durchfahren? Okay. Ich bin noch so auf 60 getrimmt. Aber schön, dass es nochmal ein bisschen schneller geht. Hoppala. Wobei. Aber dieses Hin und Her ist halt schon mal. Tempomat an, Tempomat aus, Tempomat an, Tempomat aus, Tempomat an, Tempomat aus. Tempomat an. Tempomat aus und stark bremsen. Aber ist doch eigentlich schon ganz schön hier durchzufahren. So ein bisschen entspannt, aber auch nicht so entspannt, dass man dabei einschlafen kann. Da wieder Gas geben, das kommt natürlich eine Baustelle, die wir wahrscheinlich auch gleich rot springen, oder wir müssen dann sowieso, dann dürfen wir eh nur mit 50 durchfahren. Und rot ist sie auch. Aber die Bremsen sind für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack noch zu stark. Ich frage mich ja echt, ob dieser weiße Punkt da oben drüber über der Ampel, ob das zum einen von dem Ampelsystem, ob das weiße da oben ein Bewegungssensorgedöns ist oder whatever, das halt irgendwie registriert, dass jemand vor der Ampel steht, oder ob das Ding da drunter das ist. Und wenn dem so ist, ob dieses System zum einen in der realen Welt dafür sorgt, dass wenn das merkt, okay, auf der einen Seite stehen Leute, die haben, fuck you, die haben rot, auf der anderen Seite sind aber keine Leute und die haben grün, dass das dann automatisch quasi in Verbindung mit der anderen temporären Ampelanlage dann umschwingt, sodass die Leute, die halt gerade da stehen und wo Leute auch sind und die gerade rot haben, dass die dann fahren können.
Und wenn dem denn so ist, ob das System halt in Euro Simulator 2 einbaubar war. Dieser Satz hat mich jetzt gerade sehr, sehr durstig gemacht. Schale aktiviert hat. Und wir fahren gleich so noch ein Stückchen auf der Autobahn, okay. Ja, zeitlich gesehen sind wir im Erwartungszeitrahmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dieser vielleicht sogar so mache, dass wenn wir vorher da sind, dass ich halt dann die Zeit sogar noch warte. Nach dem Motto, die erwarten mich dann wähle ich diesen Zeitraum als Zeitraum, wo ich halt abliefern darf. Wobei, nee, der Ecke kommt, der zweite Trader, eine Trader, kommt da noch ganz gut rum. Uiuiuiuiui. Wo kommt der denn her? Na gut, es war ein sehr, sehr langer Abschnitt Autobahn. Längster Abschnitt überhaupt im Spiel. Ja, hat sich ja gelohnt. Ja gut, das könnte wieder etwas dauern. Kommt noch an, wie viele da hinten spawnen. Sieht aber ganz gut aus für uns. Ah ne, wir wollen rechts rum. Hoppla. Auf dem Fähre nach Dänemark, okay. Ja, passt. Auf dem Fähre nach Dänemark. Wir wollen zwar nicht nach Dänemark, soweit ich weiß, aber... Passt schon. Hast du da lange aber ein paar Mal, ne? Ja. Schon wieder fast vergessen, ob wir jetzt nach Oslo fahren oder woanders hin. Na, Katze, bist du wieder da? Ja. Dass wir immer noch 70 fahren, 80 fahren dürfen, ist ja schon. Oh Gott, okay. Okay, passt. Okay, das ist interessant. Nevermind. Passt nicht, bin auch interessant. Das hier doch schon. Ziemlich, ist da eigentlich ein Schild? Ja. Eine ziemlich enge Kiste ist, wobei da sollten wir auch Heile am Schild vorbei schaffen. Ja, passt. Ja, ist halt ein bisschen. Wir sind halt ein bisschen länger als der Standard-LKW. Entschuldigung, Katze. Ist ja auch schön hier. Oh. Ich darf noch nicht so viel gucken. Aber trotzdem wird es schön hier. Wir haben es fast geschafft. Nach Rainer Logistics.
bisschen belastend, dass wir jetzt doch so weit vorgefahren sind. Ach, KI. Fuck you. Das einzige Problem an der KI ist, dass man sich zum Teil halt einfach die Vorfahrt nehmen muss, einfach weil es halt nicht auf solche Ausholmanöver programmiert sind und vielleicht auch nicht programmierbar sind, weiß ich nicht. Also, könnte ich mir auch vorstellen, dass es halt programmierbar halt doch schon eine ordentliche Herausforderung ist, einfach aus dem Grund, weil halt ich habe den Begriff wieder vergessen, den ich gerade gewählt habe, der halt individuell ist, ne? Kommt halt natürlich darauf an, wie gut die Person halt, wie gut der Spieler halt mit dem Truck und so weiter klarkommt und mit dem Trailer, wie gut kommt der mit dem ganzen Krams klar, wie weit muss er ausholen, Ausholfaktor, genau so habe ich es genannt. Ist er groß oder ist er eher klein, und das ist halt eigentlich meiner Meinung nach unprogrammierbar, weil es halt, ja, man kann es halt andeuten oder man kann halt den Maximumwert nehmen oder halt, keine Ahnung, irgendwie sowas nach dem Motto, wenn der Spieler quasi, wenn der Spieler an einer Kreuzung steht und blinkt, dass dann die Kreuzung freigehalten wird, das könnte man vielleicht irgendwie noch programmieren, aber die Frage ist dann halt, ob das Realismus-Feeling halt bestärkt oder nicht doch eher einschränkt. Aber wir haben eine Strecke gefahren von 240 Kilometern, haben 4,5 Stunden gebraucht, 188 Liter verbraucht, wieder ausgezeichnet, selbstverständlich. Einpackbonus, guck ich, wie kommen wir jetzt auf Einpackbonus? Erfahrungsbonus plus $60, 4.459 Euro haben wir bekommen und 260 Erfahrungspunkte sind mittlerweile Level 2, 944 Punkte. Und wir gehen jetzt auf Fernfahrten, heißt plus 5% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 250 Kilometer und plus 25% Erfahrungspunkte für Lieferstrecken über 250 Kilometern anwenden. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, Dynamit, Feuerwerkskörper oder Munition zu transportieren. Wir haben wieder E-Mail bekommen, Spezialtransporte, Dispatcher, okay, nice. I like it.